Plans for the wall have been approved. Cuban commandant died. The UK has left the European Union. Which has caused a big crisis in Spain. Have also aligned themselves with people to test ballistic missiles. Von Tropico. Dank mir ist Tropico ein großartiges Stück vom Paradies. Aber die Werte unserer Heimat sind bedroht. Bedroht durch Populisten und Despoten. Angebliche Heilsbringer. Ich, El Presidente, werde das verhindern. Ich akzeptiere die Nominierung für eine weitere Amtszeit. Ich werde Tropico noch schöner, noch besser und noch größer machen. Statt Mauern werde ich Brücken bauen, die Tropicos Inseln und Menschen miteinander verbinden, statt sie zu trennen. Neue Transportmittel werden euch und unseren Besuchern großartige Chancen des Austausches ermöglichen. Ich werde Vielfalt, Kultur und die Wunder der Welt nach Tropico bringen, auf dass die anderen Nationen mit Bewunderung auf unsere Heimat blicken. Präsidente, wählt Tropico 6. Sonst... Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen in Tropico. Ein neues Projekt hier auf die Kanal Let's Play Meteor und ich bin mir relativ sicher, dass ich ganz schnell hier wieder aus diesem Akzent rausfallen werde, weil so zu zerbrechen ist eine sehr anstrengende Angelegenheit. Und deswegen sage ich jetzt einfach nochmal Hallo ganz in Ruhe hier. Wie geht's euch? Ihr habt's euch ausgesucht. Wir spielen Tropico 6 und ich muss euch an dieser Stelle einfach erstmal vorwarnen, ich habe absolut gar keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Und ich werde höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Fehler machen. Aber das gehört ja irgendwo auch so ein bisschen zum Lernprozess dazu, ne? Ich habe tatsächlich erst überlegt, ob wir mit dem Tutorial einsteigen sollen und dann einfach die Kampagne durchspielen. Habe mich aber stattdessen jetzt einfach spontan erstmal für ein Sandbox-Spiel entschieden. Das heißt, wir werden gemeinsam den großartigen Inselstaat Tropico durch die Zeitalter führen und zu einer wahren Weltmacht heranzüchten. Ich hoffe, dass ich durch irgendwelche Quests, durch irgendwelche Missionen in irgendeiner Art und Weise dahin geleitet werde, was genau ich hier eigentlich machen muss. Denn, wie ich eben schon mal gesagt habe, ich habe keine Ahnung. Ja? Also ich weiß, ich habe vor Jahren, habe ich mal so ein bisschen Tropico 4 gespielt und ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich mich damals gar nicht so ultra dämlich angestellt habe. Aber wie gesagt, das ist Jahre her. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie das Spiel funktioniert. Und außerdem spielen wir hier nicht Tropico 4, sondern Tropico 6. Und das kann ja nochmal völlig anders sein. Von daher, ich werde wahrscheinlich die Tutorials auch nochmal nachholen. Aber ich wollte jetzt einfach erstmal ein paar Folgen aufnehmen.
einfach erstmal gucken, irgendwie reinkommen und hoffen, dass ich so in der ersten, ja, in der ersten gefühlten, ich sag jetzt einfach mal spontan Stunde, den Staat nicht so dermaßen absolut in Grund und Boden wirtschafte, dass sich da überhaupt nichts mehr retten lässt, wenn ich zumindest ansatzweise weiß, was genau ich hier eigentlich tue. Ich würde sagen, als erstes gucken wir uns mal unsere Insel an. Das ist Tropico. Das ist unsere Insel, auf der wir werden bauen. Weltmacht von Welt. Was ist das hier? Das irgendwelche... Oh, Rechtsklick macht da... Okay. Ich habe nicht mal die Basissteuerung. Ne? Ich kann rein und raus zoomen. Man kann auch bestimmt auch irgendwie... Ah, genau. Das habe ich gesucht. Man kann auch drehen. Was ist das da? Okay, wir haben hier auf jeden Fall irgendwelche alten Tempelruinen oder sowas auf der Insel da unten. Und wir haben hier einen Hafen. Der hat aber keine Straße, wenn ich das richtig sehe. Was haben wir denn hier so? Baubüro. Ah. Wo ist denn El Presidente? Da ist El Presidente. Schweizer Nummernkonto 0 Dollar. Merkmal manipulativ. Das habe ich bei Spielbeginn ausgewählt, weil uns das so ein bisschen Bonus in der Diplomatie gibt, sowohl mit den Fraktionen als auch später dann mit den anderen globalen Supermächten. Und ich habe mir gedacht, das klingt gut, das klingt nützlich, das sollte ich aussuchen. So, was ist das für ein Typ da hinter ihm? Das ist Lucas Sanchez, ein einfacher Tropicaner. Und der ist arbeitslos. Ich könnte ihn töten oder bestechen, das ist schon mal sehr geil. Das ist ein guter Start. Was haben wir denn hier so für... Ich habe nicht mal irgendwelche Aufgaben. Ekelhaft. Ich lasse einfach mal kurz die... Huch, jetzt habe ich die Insel verloren, die Stadt verloren hier. Aus den Augen, meine ich. Ich lasse einfach mal ganz kurz laufen. Wir sind in der Kolonialzeit, wir haben keine Aufgaben, wir haben kein gar nichts. Der Almanach. Wir haben 53 obdachlose und 45 arbeitslose Bürger. Gesamtzufriedenheit ist 36. Das ist jetzt natürlich insgesamt nicht so geil, muss ich sagen. 100% der Bevölkerung unterstützen uns. Prozentsatz der Bürger, die sicher für sie stimmen werden, im Verhältnis zur Gesamtzahl der wahlberechtigten Bürger. Die tatsächliche Stimmenzahl für sie kann, je nachdem, wie sich bisher unentschlossene Bürger entscheiden, am Wahltag höher ausfallen. Aber Wahlen sind für uns zu diesem Zeitpunkt ja tatsächlich noch irrelevant. Wir sind ja noch in der Kolonialzeit, das heißt, wir sind zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch eine, ich bin jetzt mal versucht zu sagen, britische Kolonie. Und von daher müssen wir uns mit dem König gut stellen und nicht mit unserer Bevölkerung. Royalisten, 50% Revolutionäre. Rebellenbedrohung, keine Supermachtbeziehung zu der Krone. Okay. Ja, warte mal, ich nehme mal den Almanach. Ich gucke mir... Ich werde es einfach, ich werde ganz, 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 aber sowas von absolut ganz langsam an diese Sache rangehen. Ich gucke mir jetzt hier erstmal in aller Ruhe alles an und versuche so ein bisschen zu ermitteln, wie man vielleicht am besten startet. Ich vermute mal, ein guter Start wäre, unseren Hafen in irgendeiner Art und Weise mit einer Straße dann mit unserer restlichen Siedlung zu verbinden. Aber das machen wir dann. Jetzt erstmal einfach... Wir gucken einfach erstmal alles durch. Wir lassen uns Zeit. Wir lassen uns ganz, ganz viel Zeit. Wir spielen hier schließlich eine Sandbox. Dieses Let's Play, das kann tatsächlich ewig gehen. Jeder Bürger vergleicht seine Gesamtzufriedenheit, die ein Durchschnitt aller Zufriedenheitswerte ist, mit der karibischen Zufriedenheit. Wenn Ihre Gesamtzufriedenheit deutlich geringer ist, könnten Sie sich dazu entscheiden, auszuwandern. Hingegen kann die durchschnittliche Gesamtzufriedenheit aller Tropicaner die Menschen dazu bringen, nach Tropico einzuwandern, wenn sie höher ist als die karibische Zufriedenheit. Bürger müssen regelmäßig essen. Sie können dies zu Hause tun, wenn sie genug Nahrung haben. Erwachsene gehen in Produktionsgebäude oder zu Verkäufern wie kleinen Läden, um sich mit Nahrung zu versorgen. Bürger mit einer sehr geringen Nahrungszufriedenheit könnten an Hunger sterben. Bürger müssen gelegentlich Gebäude für medizinische Dienstleistungen aufsuchen.
Die Servicequalität dieser Gebäude wiederum beeinflusst die Gesundheitsversorgungszufriedenheit der Bevölkerung. Bürger mit sehr niedriger Gesundheitsversorgungszufriedenheit könnten krank werden und sterben. Bürger müssen Unterhaltungsgebäude besuchen. Die Servicequalität dieser Gebäude wird dann die Spaßzufriedenheit der Bevölkerung beeinflussen. Bürger mit einer sehr geringen Spaßzufriedenheit werden demotiviert und bewegen sich langsamer. Bürger müssen religiöse Gebäude besuchen, um ihren Glauben von Zeit zu Zeit zu erneuern. Die Servicequalität dieser Gebäude bestimmt dann die Glaubenszufriedenheit der Menschen. Bürger mit einer sehr geringen Glaubenszufriedenheit gründen keine Familien. Die Wohnungszufriedenheit der Bürger wird durch die Wohnqualität ihrer Wohnstätte bestimmt. Bürger bauen und leben in Hütten, wenn sich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes keine freie Wohnung befindet oder sie sich diese nicht leisten können. Die Arbeitszufriedenheit der Bürger wird durch die Arbeitsqualität ihres Arbeitsplatzes bestimmt. Arbeitslose Bürger können heimlich Verbrecher werden, was von der Sicherheit um ihrer Wohnung abhängt. Der Freiheitsgrad der Umgebung des Zuhauses und des Arbeitsplatzes eines Bürgers wirkt sich jedes Mal, wenn sie arbeiten oder zu Hause ruhen, auf ihre Freiheitszufriedenheit aus. Bürger mit einer sehr geringen Freiheitszufriedenheit könnten sich heimlich dafür entscheiden, Rebellen zu werden. Das ist ja etwas, das wir gar nicht wollen. Und der Sicherheitsgrad der Umgebung des Zuhauses und des Arbeitsplatzes eines Bürgers wirkt sich jedes Mal, wenn sie arbeiten oder zu Hause ruhen, auf ihre Sicherheitszufriedenheit aus. Arbeitslose Bürger mit einer sehr geringen Sicherheitszufriedenheit könnten sich heimlich dafür entscheiden, Verbrecher zu werden. Okay, das klingt prinzipiell schon mal sehr kompliziert. Unsere Bevölkerung, wir haben 75 Bürger, das war die standardmäßig eingestellte Startbevölkerung für ein Sandbox-Spiel, das habe ich jetzt nicht geändert. Ich habe geguckt, wir hätten auch auf den Minimalwert von 50 runtergehen können. Und ich habe tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht, ob wir das machen sollen, habe mich dann aber dafür entschieden, einfach mit dem Standard zu gehen. So, wir haben 71 Erwachsene und 3 Kinder. Okay, das heißt, El Presidente zählt mit in die Bevölkerungsstatistik rein, weil sonst kommen wir nämlich nur auf 74. 9 von 16 Wohnungen sind belegt. Das heißt, 44% der Häuser stehen leer. Aber wir haben eine Obdachlosenquote von 71%. Wie kann das denn sein? Ja, weil wir relativ viele mittellose und arme Bürger haben, natürlich. Die Wohnungen sind nämlich für gut situierte Leute. Und wir haben 27 Leute in Jobs und 45 Arbeitslose. 3 davon gehen zur Highschool, das werden die Kinder sein. 42 sind ungebildet, das ist natürlich nicht so geil. Was macht denn unsere Wirtschaft? Wir haben weder Einnahmen noch Ausgaben, das ist natürlich prinzipiell erstmal beruhigend. So, wenn ich das hier richtig sehe. Unsere Beziehung zu den Revolutionären und unsere Beziehung zu den Royalisten liegt bei jeweils 50 Punkten. Beziehungsweise, ich sag jetzt einfach mal spontan 50%. Ja? Das heißt, die sind weder so wirklich gegen uns, noch sind sie so wirklich für uns. Und das soll sich natürlich in absehbarer Zeit ändern, vor allem im Hinblick auf die Revolutionäre. Denn ohne Revolutionäre können wir uns ja nicht mit Hilfe zum Beispiel einer Revolution von unserer königlichen Supermacht freisagen. 38 Revolutionäre gibt es in der Bevölkerung, 29 Royalisten gibt es in der Bevölkerung und 4 Mitgliedern unserer Bevölkerung ist das alles scheißegal. So interpretiere ich das hier zumindest gerade. 2 fanatische Revolutionäre und es gibt keine fanatischen Royalisten. Das ist ja schon mal... Fraktionsanführer gibt es auch nicht, okay. Unsere Auslandsbeziehungen zur Krone. Krone gibt uns kein Geld. Okay. So. Rebellion. Keine. Rebellenbedrohung nicht vorhanden. Okay, das war der Almanach. Ich habe ja hier erstmal pausiert. Das heißt, wir können uns in aller Ruhe hier erstmal... mit den ganzen Sachen beschäftigen. Das hier, dieses Inforaster, da kümmere ich mich später drum. Das ist, glaube ich, zu kompliziert. So, was sind Verordnungen?
Brot für das Volk kostet $500. Bürger verbrauchen beim Essen 2 Nahrungseinheiten. Erhöht die allgemeine Nahrungsqualität um 10, verschlechtert den Ruf bei den Kapitalisten um 10, verbessert den Ruf bei den Kommunisten um 5. So. Dann hätten wir noch kein Gratisessen, kostet auch 500. Bürger müssen $1 zahlen, wenn sie Essen aus einem Produktions- oder Industriegebäude nehmen. Mittellose Bürger können sich kein Essen leisten. Verschlechtert den Ruf bei den Kommunisten um 5, verschlechtert den Ruf bei den Religiösen um 5, verbessert den Ruf bei den Kapitalisten um 10. Aber das ist ja alles noch nicht relevant, weil die einzigen Fraktionen, die jetzt hier in der Kolonialzeit tatsächlich auch schon eine Rolle spielen, das sind ja die Royalisten und die Revolutionäre. Vorgeschriebenes Jester. Erhöht die Arbeitsqualität an jedem Arbeitsplatz um 15%, senkt die Effizienz aller Arbeitsplätze um 12%, senkt die Umweltverschmutzung durch alle Arbeitsplätze um 10% oder Stadtentwicklung, senkt die Baukosten aller Wohngebäude um 50%. Diese Verordnung ist 5 Jahre lang aktiv und hat eine Abkühlphase von 5 Jahren. Okay, wir sind 6 Jahre Chefe hier. Und ich werde einfach, spontan werde ich erstmal gar keine Verordnung erlassen. So, Forschung. Wissensproduktion, keine. Wählen Sie einen Forschungsgegenstand. Erweiterte Bootswartung. Erhöht die Unterhaltskosten von Transporteurhäfen, Touristenhäfen und Hafenanlagen um 50%. Boote, Frachter, Touristenschiffe und Transportschiffe sind um 5% schneller. Strafkolonie. Erhöht die Einwanderungsrate um 50%. Die Chance, dass jeder Einwanderer ein Krimineller ist, steigt um 300%. Sie erhalten eine monatliche Zahlung in Höhe von $100. Kinder werden bei der Bestimmung des Wohlstands einer Familie nicht mit einbezogen. Die Verordnung kostet monatlich $3 pro Kind. Kirchengebühr. Besucher von Religionsgebäuden zahlen eine Gebühr von $1. Senkt die Effizienz von Religionsgebäuden um 15%, verschlechtert den Ruf bei den Religiösen um 5. Verbessert den Ruf bei den Kapitalisten um 5. Mitarbeiter in Minen- und Industriegebäuden arbeiten eine Doppelschicht, solange diese Verordnung aktiv ist. Die Verordnung kostet $350 pro Monat. Mitarbeiter des Monats. Kostenloses Wohnen. Bürger zahlen keine Miete. Verschlechtert den Ruf bei den Kapitalisten um 15, verbessert den Ruf bei den Kommunisten um 10. Und das ist tatsächlich das, zu dem ich aktuell am ehesten hintendiere, weil wir ja so viele Obdachlose haben, ne? Zirkus. Zirkusarbeitsmodi. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Gut, wir machen einfach mal kostenloses Wohnen. Nötiges Wissen 500. Das kann eine Weile dauern, bis wir da sind. So, Überfälle. Wählen Sie eine Mission. Das ist, wir haben keine Piratenbucht und von daher ist das alles nicht so wirklich relevant. Aber im Handel können wir vielleicht noch was machen. Handelsroutenangebote. Handelsrouten sollte ich vielleicht erst eröffnen, wenn ich tatsächlich auch Zeug habe, was wir exportieren können, oder? Das ist mir geradezu riskant, ohne dass ich da irgendwas, nämlich da in irgendeiner Art und Weise mit auskenne. Zeitalterübersicht. Worum geht es? Ihre Mandatszeit als Gouverneur von Tropico ist begrenzt. Schließen Sie Forderungen der Krone ab, um Ihr Mandat zu erweitern. Entsenden Sie Piraten, um zusätzliche Waren oder Menschen zu erbeuten. Was gibt es Neues? Führen Sie Überfälle durch, um einzigartige Weltwunder mit besonderen Effekten zu stehlen. Schließen Sie Handelsrouten ab, um zusätzliche Einnahmen und diplomatische Gewinne zu erzielen. Setzen Sie sich durch, indem Sie Verordnungen und Gebäude-Produktivitätsmöglichkeiten erforschen. Expandieren Sie auf abgelegene Inseln mit Hilfe von Anlegestellen und Transporthafen und nutzen Sie Zeitungen zur Propagandaverarbeitung und Beeinflussung der Bevölkerung. Sie sollten wissen, wer ich bin. Lord Roger Wyndham, die rechte Hand der Krone. Zumindest war ich das bis... Naja, das ist nicht Ihr Problem. Ich bin hier, um Ihre faulen tropischen 4 Buchstaben für das Königreich auf Vordermann zu bringen. Ich bin streng, aber unfair. Genau wie es sein sollte. Ich will also kein Gejammer hören.
So, wo sind meine Pantoffeln? Es ist nicht schwer, der Krone zu dienen, und Sie haben sowieso keine Wahl. Aber ich kann Ihnen wohl erklären, wieso Sie es tun sollten. Sie müssen verstehen, wir haben die Welt und die Meere kartografiert. Wir haben uns aufgemacht und absolut alle getroffen und fast alle davon verprügelt. Wir wissen einfach mehr als Sie, alter Kamerad. Also tun Sie lieber, was wir Ihnen sagen. Und dann haben wir noch die Revolutionäre. Ich bin die berüchtigte Revolutionärin Sofia Ortega. Und dies ist mein Krieg. Mein Volk wird unterdrückt. Die Früchte unserer Arbeit bringen uns keinen Nutzen, weil sie uns von reichen Männern weggenommen werden. Aber ich werde nicht ruhen, bis mein Volk frei ist. Schlaf muss natürlich sein. Wochenenden, vielleicht auch mal eine Kaffeepause. Ich werde nicht unverdient ruhen, bis mein Volk frei ist. Revolutionäre sind gegen koloniale Tyrannei und für eine unabhängige und autarke Tropikonation. Sie mögen Gebäude und Regierungswerkzeuge, die die Bevölkerung weiterbilden und unterstützen. Sie bevorzugen Militärgebäude, um ihre Ideale zu verfechten und zu verteidigen. Sie lehnen alles ab, was zum vermehrten Reichtum und zur Herrschaft der Krone beiträgt, dabei aber das gewöhnliche Volk unterdrückt. Naja, aber so ein bisschen nach den Regeln der Krone muss ich ja schon spielen, damit ich genug Zeit habe, um letztendlich unsere Revolution überhaupt vorbereiten zu können, richtig? Gut, okay, dann haben wir zumindest eine ungefähre Ahnung, was wir zu tun haben hier. So, das ist der Palast. Der hat ein Budget von 75 Dollar. Und hier arbeiten 4 Leute. Benötigte Bildung ungebildet. Okay. 8 Tage seit Amtseinführung. Okay, dann sind das Monate hier. Ja, dann einmal der Balken voll ist ein Monat. Das ist schon mal gut zu wissen. Das bedeutet nämlich, dass ich tatsächlich wesentlich mehr Zeit habe, um hier irgendwas vorzubereiten, als ich zunächst befürchtet habe. So. Wir könnten das Gebäude verbessern. Wir könnten ein paar Arbeitsplätze schaffen, indem wir mehr Wachen im Palast einstellen. Für 2500 Dollar. Ich weiß nur nicht, wie sinnvoll das ist, weil ich noch nicht so wirklich einschätzen kann, inwieweit unsere Finanzen hier auch nur ansatzweise abgedeckt sind. Palast greift während militärischer Konflikte feindliche Truppen an und hat eine Chance, verborgene Rollen von Passanten aufzudecken. Senkt die Freiheit in der Nähe. Der Palast repräsentiert El Presidentes Macht. Wird er zerstört, verlieren sie das Spiel. Der Palast ist Tropicos prunkvollstes Bauwerk und verfügt jeweils über ein großzügig ausgestattetes Schlafzimmer für jede Woche des Jahres, ein kleines Kämmerchen für Penultimo und mindestens einen überdimensionalen Balkon für hochtrabende Reden und bedeutungsvolles Winken. Das ist ja schon mal sehr geil. So, das hier, das sind die Hütten. Okay, das sind die für die Leute, die sich keine Wohnung leisten können. Die wohnen da in diesen kleinen Hütten. Das ist okay. Okay. Mittellos, kein Einkommen. In jeder Hütte ein Typ. Hütten werden von Bürgern gebaut, die kein freies Wohngebäude finden oder sich keines leisten konnten. Oder die in der Gegend überhaupt keine Wohngebäude gefunden haben. Geringe Umweltverschmutzung senkt die Sicherheit in der Umgebung. Diese kompakte Behausung, auch Hütte genannt, ist ein klassisches Beispiel typisch tropikanischer Architektur. Sie wird zu 100% aus wiederverwertetem Material gefertigt. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach erstmal an, welche Gebäude wir hier schon stehen haben, bevor wir überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Also wir haben hier ganz viele Hütten. Sogar hier direkt am Palast. Guck mal, das ist ja frech ist das. Wer hat denen das denn erlaubt? Was haben wir hier? Ein Landhaus. Arbeitsmodus besser als eine Hütte. Ja, das ist doch schon mal schön. Das könnte man hier verbessern. Elektrifizierung. Und das, ja gut, die Verbesserungen, die sind alle für uns irrelevant, weil das erst in einem anderen Zeitalter passiert. So, Wohngebäude von niedriger Qualität für 2 Haushalte. Mieter müssen gut situiert oder wohlhabender sein. Geringe Umweltverschmutzung. Das Landhaus stellt der Übernachtung im Freien eine zufriedenstellende Alternative entgegen, wobei die Orkansaison hier eine Ausnahme bildet. Oh ja, natürlich, es gibt auch Naturkatastrophen. Da freue ich mich ja schon so absolut ganz und gar nicht drauf.
Und das sind alles Landhäuser hier, ne? 5 Stück, wenn ich das richtig sehe. Und dann haben wir hier, was ist das? Eine Baracke. Wohngebäude von niedriger Qualität für 6 Haushalte. Mieter müssen mindestens arm sein. Geringe Umweltverschmutzung. Die Baracke kombiniert die Platzersparnis von Kojen mit einer aufregenden Vielzahl von Bettwanzen. Wer hier schläft, ist niemals einsam. Wohnen auch schon 6 Haushalte drin? Das heißt, wir müssten vielleicht dann nochmal eine zweite Baracke bauen. Daneben ist das Transportbüro. Da haben wir auch ein paar Arbeitsstellen. Organisiert die Logistik auf einer Insel, transportiert Güter von Produktions- zu Verarbeitungsgebäuden, transportiert Exportgüter zu Hafenanlagen. Ohne ein Transportbüro werden keinerlei Güter von einem Ort zum anderen bewegt, wobei auch die Existenz eines Transportbüros nicht als Garantie dafür verstanden werden darf. Ah ja. Okay, können wir auch erst später upgraden. Hier ist das Baubüro. Bauarbeiter begeben sich zu Baustellen, um zum Bauprozess beizutragen. Baubüros bieten zahlreiche Expertendienste an, einschließlich optimistische Einschätzungen von Bauzeitplänen, Auswechslung minderwertiger Materialien und verlängerter Mittagspausen. Und dann haben wir noch eine Farm. Effizienz 63%. Okay, wir produzieren Fleisch und Felle. Fleisch und Felle ist quasi unser Gut im Augenblick. Da kann ich noch mal ein bisschen dran arbeiten dann. Züchtet eine ausgewählte Art von Nutztier, um Milch, Fleisch, Wolle, Felle oder Leder zu produzieren. Farmen züchten und halten die weniger niedlichen Tiere Tropicos, um sie zu Fleisch oder anderen erstrebenswerten Dingen zu verarbeiten, die sie für harte Währung verkaufen. Kriegen wir eigentlich Steuern? So, hier ist keine Straßenanbindung. Hafenanlage. Umladezentrum für Logistik. Kümmert sich um den Import und Export von Waren. Kümmert sich um die Ein- und Auswanderung von Menschen, senkt die Sicherheit in der Nähe. Hafenanlagen bieten auf jeder Insel Tropicos Seeleuten die Infrastruktur zum Be- und Entladen von Fracht, blinden Passagieren günstige Reiseoptionen und Halunken einen Ort, an dem sie lauern und schleichen können. Das ist ja sehr, sehr entgegenkommend. Okay, das Baumenü. Fangen wir doch einfach mal an. So super viel zur Auswahl haben wir ja tatsächlich gar nicht. Okay, das ist... Ich nehme meine Aussage von gerade eben zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist ja nur Verkehr und Infrastruktur. Wir sollten vielleicht dann noch ein Lager bauen. Aber erstmal, das allererst das Wichtigste ist meiner Meinung nach hier jetzt eine Straße. Und zwar eine Straße, die möglichst effizient hier unten hinführt. Ah, so viel zu möglichst effizient, ne? Okay. So, haben wir da erstmal... Das sieht scheiße aus. In Tropico gibt es nur Gerales Terrassen. Das ist eine Einordnung von El Presidente höchstpersönlich. So, okay. Haben wir unseren Hafen erstmal angebunden. Jetzt müssen wir überlegen, was brauchen wir denn jetzt als nächstes?